Es ist Weihnachten in Los Angeles. Kalifornien. Kommt Daddy auch mit dir nach Hause? Na, mal sehen, was Mami für dich beim Weihnachtsmann bestellen kann. Und der Polizist John McLean kommt aus New York, um seine Frau zu besuchen. Du hast mir gefehlt. Aber dann muss er ihr Leben retten. Lassen Sie mich los! 12 Terroristen platzen in einer Weihnachtsfeier und erklären der Gesellschaft den Krieg. Wir werden Ihnen jetzt eine Lektion erteilen, was wirklich Macht bedeutet. Sie sind genial. Mich interessieren lediglich die 640 Millionen Dollar in Ihrem Tresor. Und Sie sind eiskalt. Wenn Sie mir nicht glauben, müssen Sie mich umbringen. Na schön. Daneben auf die harte Tour. Dabei hatte es McLean nie darauf angelegt. Denk nach, verdammt. Ein Held zu sein. Wo ist Harley? Wohin? Wohin? Aber er hat keine andere Wahl. Was tut er eigentlich? Nur sein Job. Die haben bereits eine von den Geiseln getötet. Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert. Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen? Ist der da drin? Wer ist das? Ich bin auf eurer Seite! Also, wer sind Sie? Für einen einfachen Wachmann veranstalten Sie ganz schön viel Wirbel. Da liegen Sie ganz schön daneben, Jack. Wollen Sie vielleicht beim nächsten Mal den Einsatz erhöhen? Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy? Yippie, Schweinebacke! Oh! Mister, Sie zerstören ein ganzes Gebäude! Ich habe das Kommando bei diesem Einsatz. Von hier oben sieht es so aus, als würde nicht mal Mickey Mouse auf Ihr Kommando hören. Er ist allein, er ist müde und von uns hat er bis jetzt nicht die geringste Unterstützung bekommen. Partner, bist du noch da? Ja, aber ich würde jetzt lieber in Philadelphia sein. Ich will ihn umlegen, kannst du auch. Nur John kann jemand so in blanke Raserei versetzen. Er ist ein Mann, den man einfach gern haben muss. Besuchen Sie Kalifornien, da scheint die Sonne. Da macht das Leben Spaß. Aber es ist gar nicht so einfach, ihn zu töten. Bruce Willis in Stirb langsam. Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Völlig daneben.